Hallo meine Liebe, ich begrüße dich ganz herzlich bei deiner gebuchten Legung. Du hast ja einen Rundumblick gebucht und möchtest gerne wissen, wie es mit dir und deinem Wunschpartner weitergeht. Und dazu habe ich ein Neunerblatt ausgelegt. Du kannst zwar hier jetzt nicht alle Karten sehen, aber ich werde dann rüberschwenken zu den Karten, die jetzt mir gleich ins Auge springen. Ja? Bevor ich jetzt schaue, wie es hier liebestechnisch weitergeht, schaue ich mir mal das Hauptthema an und das sind die oberen drei Karten. Und hier ist das Haus gefallen, also der Privatbereich. Dann habe ich hier die Routen für die Gespräche und der Baum für die feste Verwurzelung, für Stabilität und Wachstum. Das heißt für mich jetzt, das Hauptthema zwischen euch beiden wird sein, über das Privatleben intensiv zu sprechen. Gespräche werden hervorgehen, Gespräche werden auch wachsen. Ja? Diese Gespräche werden aber nicht nur harmonische Gespräche sein, sondern können auch mal Diskussionen werden, ja, heftigere Diskussionen um den Privatbereich. Ja, das ist also einfach mal die der Eingang dieser Legung, ja, das Hauptthema auch. Das ist ja schon mal gut, dass Gespräche kommen werden. Jetzt schaue ich mir aber an, Moment, so, wo der Ring liegt. Und der Ring liegt hier auf dem Hausplatz des Buches. Und das Buch bedeutet ja Heimlichkeiten. Hier bist du, hier ist dein Gegenüber, hier ist der Ring. Die Wege für die Entscheidungen, die Liebe, der Mond für die Anerkennung, der Bär für die Stabilität und hier ist auch schon die Partnerin deines Gegenübers gefallen. So, ihr beide habt eine heimliche Verbindung, eine heimliche Beziehung unter Anführungszeichen, ja. Dieses Buch, der Ring liegt ja auf dem Buch. Was ich schon mal gut finde, ist, wenn ich mir die Zukunftslinie deines Herzensmannes anschaue. Das sind die beiden Karten, weil er hier direkt reinschaut. Dein Gegenüber hat auf jeden Fall hier Gefühle für dich, ja? Denn hier ist das Herz gefallen und du. Und das ist natürlich auch seine Zukunftslinie, ja? Das heißt, die Gefühle zwischen euch beiden, aber auch von seiner Seite, werden immer mehr sich entwickeln, ja? Wenn ich mir deine Zukunftslinie anschaue, und das sind jetzt die Karten hier, warte, ich schwenke hier wieder rüber, so, haben wir jetzt hier als allererster Linie mal die Sonne für die Kraft und die Energie. Und das ist auch auf dem Hausplatz deines Gegenübers. Also dein Gegenüber hat hier schon Kraft und Energie, während hier auf deinem Hausplatz die Stagnation liegt. Also du hast das Gefühl, es geht nicht weiter. Weil ich aber hier daneben die Sonne habe, heißt das für mich, die Stagnation, so wie sie jetzt ist, wird aufgelöst. Es kommt ein Neuanfang. Hier haben wir das Kind, das für den Neuanfang steht. Ja, und dieser Neuanfang kommt auch mit Sicherheit. Wir haben hier daneben auch die Mäuse, ja. Das heißt, man wird hier schon auch ein bisschen verlustängstlich sein, aber mit deinem Wunschpartner, mit deinem Herzensmann wird es hier zu positiven Veränderungen kommen. Das heißt, diese Verlustängste, diese Ängste werden sich hier schon auch positiv auflösen, ja. Das ist ja eigentlich schon mal eine sehr, sehr gute Aussage, ja, also es kommt auf jeden Fall hier auch Bewegung rein, auch wenn du jetzt das Gefühl hast, es stagniert, ja, wird hier auf jeden Fall auch etwas Positives, eine Kraft, eine Energie reinkommen. Du liegst hier auf dem Hausplatz des Ankers, das heißt, du bist schon fest verankert, dein Gegenüber liegt auf dem Hausplatz der Fische, das heißt, er ist hier schon ein Seelenpartner, aber er ist für dich auch nicht immer greifbar. Jetzt schaue ich mir einfach mal deine Gedanken an und das ist hier oben. Du denkst also schon an eine Partnerschaft, die stabil ist und die sich fest verankert, ja, das ist ja auch das, was du dir wünschst. Dein Gegenüber denkt an Nachrichten, ja, also Nachrichten, die schon auch über Umwege passieren, ja, aber die Schlange ist ja natürlich hier auch die Partnerin und die Partnerin blockiert das Ganze auch, ja, also dein Gegenüber möchte hier schon auch die regelmäßige Kommunikation mit dir, er möchte hier auch etwas in die Veränderung bringen, nur er hat das Gefühl, dass seine Partnerin das Ganze blockiert, was ja auch stimmt. Ja, also bei einer Dreiecksgeschichte
stört eine Person, ja? Und offensichtlich denkt er, dass das eben hier seine Partnerin ist. Und wie gesagt, er schaut mir ja direkt in dich rein und in die Liebe, ja? Also Gefühle hat er auf jeden Fall. Ich schaue mir jetzt einfach mal an, was rund um den Brief liegt. Und da finde ich gut, dass eine Entscheidung getroffen wird, ja? Die Entscheidungen liegt oft auf dem Hausplatz des Briefes, ja. Also da wird es auf jeden Fall zu Nachrichten kommen und es wird eine Entscheidung getroffen. Es wird auch hier zu Anerkennung und zur Stabilität kommen. Weil hier auch die Schlange liegt, blockiert sie das Ganze noch. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er sich jetzt gegen dich entscheidet. Denn wenn man jetzt seine Zukunftslinie ansieht, ist die Zukunftslinie auch bei dir. Also du bist in seiner Zukunftslinie. Und wenn das jetzt mit seiner Partnerin sein würde, würde ja auch hier seine Partnerin liegen. Ja? Also würde ich schon sagen, dass diese Entscheidung auch sehr positiv ist. Ja? Weil hier wir auch positive Karten bei den Entscheidungen haben. Ja? Also denke ich nicht, dass das für dich eine schlimme Entscheidung wäre. Ja? Ich möchte aber gerne jetzt auch schauen, wie sich diese Entscheidung auch entwickelt, ja, worin diese Entscheidung bestehen wird. Und da schaue ich mir jetzt den Hausplatz der Wege an. Und das ist die Nummer 22, 19, 20, 21, 22. Schau mal, da haben wir die Fische und dein Gegenüber liegt auf dem Hausplatz der Fische. Das heißt, er wird hier schon eine Entscheidung treffen. Aber eine tiefgehende Entscheidung. Also das wird jetzt nicht eine Entscheidung sein, die einfach mal so getroffen wird, die man dann auch wieder beiseite schiebt, sondern das wird schon eine tiefere Entscheidung sein, eine Lebensentscheidung sozusagen. Ja, auch wenn es vielleicht den Anschein hat, dass die Entscheidungen nicht aktuell auch nicht greifbar sind, weil er ja auch hier nicht immer greifbar ist. Aber die Entscheidungen, wie gesagt, werden auch getroffen und da haben wir auch schon den Erfolg. Denn wie gesagt, auf seinem Hausplatz liegt ja auch die Sonne. Ja, also er wird sich hier auch es wird auch wieder mehr Kraft reinkommen nach dieser Entscheidung und das wird auch für alle Beteiligten auch sehr positiv sein. Und dann kommt es eben dazu, dass diese Entscheidungen auch mit Sicherheit getroffen werden. Und es kommt, wie gesagt, auch dann zu diesen positiven Veränderungen und zur Stabilität. Also diese Entscheidung, die getroffen wird, wird positiv sein, wird stabil sein. Und dann kommen hier schon die unverbindlichen Gespräche, ja. Also so mit unverbindlichen Gespräche sagt man immer, okay, das ist jetzt nicht gut, ja. Aber ich würde eher sagen, Hauptsache es sind Gespräche, ja. Es sind zwar unverbindliche Gespräche, aber Hauptsache es sind Gespräche und es wird um diese heimliche Partnerschaft gehen. Ja, da wird es eben auch hier für dich zu Nachrichten kommen. Ich glaube, anhand von diesem Kartenblatt, ja, wenn ich mir das Ganze so betrachte, seine Zukunftslinie, das bedenke ich hier alles mit ein, ja, wird es demnächst eine Entscheidung geben. Und darüber wirst du auch eine Nachricht bekommen. Ich glaube nicht, dass er dich fallen lässt, weil, wie gesagt, seine Zukunftslinie, da bist du. Also das ist mit diesem Mann noch nicht beendet. Weil du mich ja auch gefragt hast, ob du die Entscheidung treffen sollst, beziehungsweise du überlegst, dass du eine Entscheidung triffst, ja? Egal, ob jetzt du oder er diese Entscheidung trifft. Die Entscheidung wird positiv sein, ja? Für dich sehe ich auch eben hier deine Zukunftslinie, dass eben ein Neuanfang reinkommt. Diese Frau spielt halt noch mit eine Rolle. Aber wenn ich mir jetzt die Karten rund um diese Frau ansehe, ja, habe ich hier schon mal den Turm für die Trennung. Ich habe Unklarheiten, Blockaden, die fest verankert sind. Und das ist auch das, was dein Gegenüber denkt. Ja, ich glaube nicht, dass er mit dieser Frau noch länger zusammen sein wird. Ja, weil bei dieser Frau rundherum, ja, habe ich hier zwar die Partnerschaft, aber ich habe hier die Blockaden und auf ihrem und die Blockaden liegen auf ihrem Hausplatz, ja? Also ich denke, dass die beiden sich schon trennen werden, denn wenn ich mir jetzt anschaue, was auf dem Hausplatz der Trennung liegt, ja, liegt hier der Blumenstrauß für die Überraschungen, ja? Also die Trennung wäre eigentlich auch wie ein Geschenk, ja? Er dreht sich aktuell zwar noch davon weg, aber ich denke schon, dass die Trennung stattfinden wird. Dass dieser Mann dich nicht liebt,
Kann ich so nicht sagen, ja, weil, wie gesagt, schau mal in seine Zukunftslinie. Eindeutig, da braucht man nicht mehr viel Karten le legen können oder Karten lesen können, da weiß man, was Sache ist, ja. Ich denke einfach, das ist alles noch eine Frage der Zeit. Klar, es belastet dich, aber es ist für dich auch wichtig, dass wenn du sagst, und du, ich konnte ja auch rauslesen aus dieser Mail, dass dir das nicht gut tut, dass du für dich eine Entscheidung triffst. Ja, und dass du die nicht abhängig davon machst, ob er jetzt Gefühle hat oder nicht, die hat er auf jeden Fall für dich. Ja, die sind auch schicksalhaft. Aber solange es dir nicht gut geht in dieser Dreieckskonstellation, solltest du eine Entscheidung treffen. Und wie auch immer du dich entscheidest oder wer auch immer diese Entscheidung trifft, für dich sieht es positiv aus. Die Stagnation, wo du jetzt das Gefühl hast, dass es stagniert, wird aufgehoben und es kommt ein Neuanfang rein. Deswegen sage ich, wenn du das Gefühl hast, du möchtest eine Entscheidung treffen, dann mach es bitte. Ja, diese Situation, das hast du mir selber geschrieben, tut dir nicht gut. Also gehe, solange er das nicht geklärt hat, aus dieser Situation raus. Ich habe hier bei den Blockaden, bei den Unklarheiten das kleine Glück, ja. Also es kann sein, dass sich diese Blockaden, diese Unklarheiten auch zum Positiven verändern werden, ja. Aber wie gesagt, die Entscheidung liegt bei dir. Ich würde jetzt, oder ich sag dir, dass dieser Mann auf jeden Fall Gefühle für dich hat, aber das heißt nicht, dass du hier alles mit dir machen lässt. Ja, es kann sich positiv oder es wird sich mit ihm positiv entwickeln. Es hängt aber auch von dir ab, von dir und deiner Entscheidung. Solange du da mitspielst, ja, solange du dich mit einer Affäre zufrieden gibst, solange wird er sich nicht entscheiden. Das sage ich immer wieder auch in meinen Legungen. Viele, viele Frauen glauben, je öfter sie mit ihm ins Bett gehen, je lieber sie sind, er wird's irgendwann schon merken, was er an mir hat. Aber das ist leider Gottes, da hat man die rosarote Brille auf. Man wird sich nicht entscheiden, wenn man eigentlich eh alles hat. Man wird sich nur dann entscheiden, wenn man vor die Wahl gestellt wird. Ja, denn so hat er das Nest bei ihr. Bei dir hat er eben hier die Sexualität, die Anziehungskraft, ja, er kann hier auch seine Gefühle zu dir ausleben. Für ihn passt es eigentlich, ja, da gibt es keinen Grund, hier an dieser Situation etwas zu verändern. Deswegen sage ich immer bei solchen Dreiecksgeschichten, entweder man macht mit und man kann sich darauf einstellen, dass sich hier nichts verändern wird, ja, oder man trifft selber die Entscheidung und sagt entweder die andere oder ich und man zieht es dann auch durch. Ja, aber zu glauben, dass sich ein Mann oder eine Frau, ist ja egal, entscheiden wird, wo er ja eigentlich denkt, ja, ich habe ja eigentlich keinen Grund, ich habe ja eigentlich alles, was ich brauche. Ja, zwar passt es mit dieser nicht, aber ich habe halt hier schon die Sicherheit bei ihr und das warme Nest und hier habe ich eben, kann ich auch ausleben, ist, da hat man keinen Grund, hier etwas zu verändern. Ja, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich kann dir nur sagen, Potenzial für eine Partnerschaft ist da. Die Gefühle von ihm sind da. Aber solange du mitspielst bei dieser Geschichte, denke ich nicht, dass sich hier etwas verändern wird. Entscheidungen werden getroffen und Entscheidungen werden auch positiv sein und für dich ein Neuanfang. Ob du jetzt die Entscheidung triffst oder er, ist in dem Falle auch egal. Klar ist, dass Entscheidungen getroffen werden und dass Gespräche stattfinden werden. Und das ist schon mal sehr gut. Und wenn er jetzt auch weiß, okay, sie macht hier auch nicht mehr mit, sie möchte das so nicht mehr, ist er quasi auch gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, entweder für oder gegen dich. Ich glaube aber nicht, dass sie gegen dich ausfallen wird, denn er hat hier Gefühle für dich. Klar, es kann schon sein. Immer wieder hört man, er hat ja eigentlich Gefühle und bleibt trotzdem bei der anderen, ja? Aber dann ist es seine Entscheidung. Dann liegt es nicht an dir, dass er dich nicht liebt, sondern dann muss hier zwischen seiner Partnerin und ihm noch gröbere Dinge sein und die sind hier auf jeden Fall. Also glücklich sind die beiden mit Sicherheit nicht, ja? Aber es liegt dann nicht an dir. Und dann solltest du dein Leben eben weiterleben, wenn er sich dafür entschieden hat. Wenn er aber sagt, ich möchte diese Frau hier nicht verlieren, ja, weil ich sie liebe, wird er diese Entscheidung auch treffen, ja? Und nichtsdestotrotz, diese Entscheidung wird für dich positiv sein und du schaust auch in eine sehr positive Zukunft rein, ja? Mit ihm, ihr schaut euch beide an, ja? Also das würde ich hier noch nicht aufs Eis legen.
Ich würde nur klar Schiff machen. Ich würde sagen, was Sache ist, was du möchtest, was du nicht möchtest und dann auch hinter dieser Entscheidung stehen. Und nicht heute dich entscheiden, ja, heute schicke ich ihn in die Wüste und morgen hole ich ihn wieder zurück, ja. Dann wirkst du unglaubwürdig. Und dann denkt er beim nächsten Mal, okay, jetzt redet sie nur, sie macht es ja eh nicht, ja. Also ich weiß, es ist schwierig, aber steh dann hinter zu deiner Entscheidung und sag ihm, ich habe Gefühle für dich. Ich kann mir etwas mit dir vorstellen, aber ich möchte nicht die Dritte im Bunde sein und ich möchte auch nicht der Notnagel sein. Das habe ich nicht verdient und das hat niemand verdient. Und wenn wir uns ehrlich sind, seine Partnerin eigentlich auch nicht. Ja, die wird ja hier quasi betrogen. Die hat das ja eigentlich auch nicht verdient, hintergangen zu werden. Ja, und wenn es in einer Partnerschaft nicht mehr passt und das kann nicht mehr passen, sonst gäbe es dich nicht. Ja, in einer glücklichen Partnerschaft kann kein Dritter einbrechen. Und da muss auch er sich bewusst werden, mal seine eigene Partnerschaft anzuschauen. Aber das kannst du nicht machen, ja, das muss dann er. Aber du kannst dahingehend wirken, indem du wirklich sagst, das ist Sache, das möchte ich nicht. Und dann liegt es an ihm, wie er sich entscheidet. Du schaust in eine gute Zukunft rein. Du kannst dir sicher sein, er hat Gefühle für dich, ja. Aber oft ist es so, auch wenn Männer Gefühle haben, entscheiden sie sich oft für das, was sie gewohnt sind. Aber das ist dann eben auch nicht mehr hier eine Sache, wo du noch darauf Einfluss nehmen kannst. Ja, das kannst du eben nur darauf so hinnehmen. Also mein Tipp an dich, weil ich weiß, es geht dir nicht gut in dieser Geschichte. Triff eine Entscheidung. Ja, auf jeden Fall. Wie es für dich stimmig ist. Du weißt, er hat für dich Gefühle. Ja. Aber das heißt noch lange nicht, oder das gibt ihm noch lange nicht den Freibrief, hier so schalten und walten, wie er möchte. Ja, denn du bist ein Mensch, du bist eine wunderbare Frau, du hast es verdient, dass ein Mann zu dir steht. Und wenn er das nicht kann, ja, ich gehe nicht davon aus, dass er es nicht möchte, ich gehe davon aus, dass er es nicht kann, muss er was ändern und nicht du. Ja, denn du bist eine selbstbewusste, starke Frau und du sollst auch hier auf dich schauen und schauen, dass es dir wieder besser geht. Und in dieser Situation, was du mir auch geschrieben hast, geht es dir nicht gut. Und du sollst auch schauen, dass es dir gut geht. Ja? Und das ist eben auch schon mein Abschlusswort zu dieser Legung. Vielleicht konnte ich dir Klarheit bringen, dass eben hier noch nicht alles verloren ist. Ja? Es ist Potenzial da, aber ich würde dir wirklich raten, um wirklich hier dieser Stagnation zu entfliehen, ja? Einer muss die Entscheidung treffen, um dem Ganzen auch zu unterbrechen. Und dann kann es natürlich in eine Beziehung gehen, ja. Nur einer muss den ersten Schritt machen. Und wenn er es nicht kann, ja, dann musstest du wohl oder übel, ja. Aber die Chance für eine Partnerschaft ist da, auf jeden Fall. Und aus dieser Stagnation muss man raus. Und ich hoffe trotzdem, dass ich dir mit dieser Legung helfen konnte, eine Entscheidungshilfe dir auch geben konnte. Du kannst jetzt berücksichtigen, okay, er hat für dich Gefühle. Aber wie gesagt, das ist kein Freibrief. Ja, du weißt es jetzt, dass er Gefühle für dich hat. Und es ist jetzt auch wichtig, dass du eine Entscheidung triffst. Denn wir haben hier neben dem Brief die Entscheidung. Ja, also die Entscheidung wird sowieso getroffen und wie gesagt, die Entscheidung wird auch für dich zum Positiven sein. Ob jetzt du diejenige sein wirst oder dein Gegenüber ist eigentlich hier völlig egal, denn es geht ja um die Entscheidung. Ja, du wünschst dir ja eine Entscheidung herbei und die wird auf jeden Fall auch für dich zum Positiven getroffen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Solltest du noch Fragen haben, solltest du noch, ja, weiß ich nicht, die etwas von der Seele sprechen wollen, ja, kontaktiere mich einfach. Ich helfe dir sehr, sehr gerne. Ich drücke dir die Daumen, wünsche dir alles Gute und vielleicht magst du mir ein Feedback geben, inwieweit sich das Ganze auch entwickelt hat, ja. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ciao!